Kaum steigen die Aktienmärkte 50%, schon kommen Wall Street Analysten und sagen, wir erhöhen das Kursziel, es ist alles bullisch, es kann nicht schief gehen. Ist also jetzt alles bullisch oder was? Das ist die Frage, die vielleicht in diesem Video beantwortet wird. Aber schauen wir erstmal der Reihe nach, was derzeit so der Fall ist. Wir haben Stifel, ein amerikanisches Analysehaus, das schon im März gesagt hat, ja, wir erwarten Anfang oder Ende April den S&P 500 bei 2950 Punkten. Ziemlich genau so ist es auch gekommen. Und jetzt erhöht man sein Kursziel auf 3250 Punkte. Das wären also roundabout nochmal 200 Pünktchen. Das wäre ja nicht gerade wenig, so um und bei 15-16% würde es dann nach oben gehen. Begründung, dass wir jetzt die ökonomischen Daten auf dem Boden haben, dass jetzt eine Bodenbildung der ökonomischen Daten stattfände und dass wir dann sozusagen eine spätzyklische Aufschwungperiode der Aktienmärkte sehen, wo wir praktisch keine wirkliche Rolle mehr sehen bei den Gewinnerwartungen, spielt alles gar keine Rolle mehr, ist halt spätzyklisch, ist halt so, wie es nun mal eben ist. Kann natürlich sein, gibt es eine Alternative zu den Aktienmärkten, was soll man tun, das ist eben die Grundfrage, da ist vielleicht Bewertung gar kein Thema mehr, auch wenn es total absurd ist angesichts der Realwirtschaft, die bekanntlich ja etwas weniger stark auf der Brust ist, aber es ist nicht nur Stifel, es ist auch das ungleich größere Haus Bank of America, die jetzt sagen, also ja, das sieht gut aus, da könnten wir durchaus in den Bereich 3125 bis 3155 Punkte steigen, wären also nochmal 100 Punkte, wären nochmal, 8%, die da noch oben drauf kämen. Also man sieht, da ist eine gewisse bullische Stimmung jetzt an der Wall Street der Fall. Bank of America sagt auch hier, ja, wenn wir uns mal die Future-Märkte anschauen, und dann sehen wir, dass große Spekulanten, Leveraged Funds und Vermögensverwalter nicht wirklich an diese Rallye glauben. Und das sei ein Zeichen, dass eigentlich das aus konträrer Sicht, aus kontraindikatorischer Sicht eigentlich bullisch sei. Also wir haben hier eine auffallende Mehrung der Stimmen, die jetzt die Kursziele für die US-Aktienmärkte erhöhen, die ja ohnehin schon besser gelaufen sind als alle anderen Märkte. Und jetzt kommt auch noch Holger Čepić von der Welt und sagt, ja, wenn wir jetzt uns mal anschauen, die Geldmenge M2, dann ist der S&P 500, also praktisch der amerikanische Aktienmarkt oder der Leitindex dieser Welt, überhaupt gar nicht so teuer, sondern teilweise sogar leicht unter dem 20-Jahres-Durchschnitt. Also bullische Argumente, wo man hinschaut, das ist heute sozusagen so ein bisschen die Stimmung an den Märkten. Wir sehen auch jetzt, dass von den S&P 500 Unternehmen fast alle über ihrem 50-Tages-Durchschnitt sind. Das sind schon fast Extremwerte, die normalerweise dann eine Korrektur mit sich gebracht haben. Aber was ist heute schon normal, muss man eben fragen. Und wir sehen, dass wir im S&P 500 keinen einzigen der 500 Aktien haben, die überverkaufte wären. Normalerweise hat man selbst in einem Bullenmarkt irgendwelche Aktien, die halt schlecht laufen und dann überverkauft sind. Diesmal nicht. Es gibt keine überverkauften Aktien. Wir haben nur eher überkaufte Aktien, zum Beispiel eine Apple, eine Microsoft, eine Amazon, eine Google und eine Facebook, die zwar heute mit einem Gap nach unten gestartet sind, während der S&P 500 mit einem Gap nach oben gestartet ist. Das ist das erste Mal, dass so etwas passiert ist. Man zeigt, dass sozusagen jetzt auch die anderen Aktien so ein bisschen aufholen, während die größeren schwächeln. Also die marktschweren Aktien, wie eben diese FANG-Aktien jetzt schwächeln. Warum haben die geschwächelt? Weil eben Seth Donald gesagt hat, da werden wir mal ein bisschen vorgehen gegen diese Tech-Konzerne. Man will hier praktisch so eine Art Immunität aufheben gegen Plattformbetreiber. Ich hatte das heute Morgen im Video schon gebracht, wo man praktisch diese Plattformbetreiber von den Inhalten, die auf diesen Plattformen der Fall sind, mehr oder weniger diese Plattformen aus der Verantwortung nimmt für diese Inhalte. Aber es ist wohl doch nicht so scharf, wie die Märkte befürchtet haben. Deswegen sehen wir, dass der Nasdaq dann doch noch ins Plus gedreht ist, obwohl er vorher schon ziemlich schwach auf der Brust war. Wir sehen, dass jetzt im Mai wir das größte Volumen, und jetzt kommen wir mal zur ökonomischen Realität, die ja so ein bisschen sich entfernt hat von der Realität der Finanzmärkte, dass das Volumen der Insolvenzen in den USA so hoch ist wie seit 2009 nicht mehr. Wir sind also jetzt nur noch ganz knapp unter dem Hochpunkt, den wir in diesem Jahr auf dem Hochpunkt der Finanzkrise erreicht hatten.
Und wir haben heute auch ökonomische Daten bekommen. Das BIP ist nochmal nach unten korrigiert worden in den USA von -4,8% auf -5,0%. Jetzt im ersten Quartal, das zweite wird noch ein bisschen schlechter. Wir haben heute die Erstanträge gesehen, um und bei in der Wartung mit 2,1 Millionen. Die Continuing Claims, die fortgesetzten Anträge, waren allerdings etwas niedriger mit 21 Millionen. Dennoch sind jetzt in letzter Zeit über 40 Millionen Amerikaner arbeitslos geworden. Das entspricht in etwa 25%, also einem Viertel der amerikanischen Bevölkerung, die zuvor gearbeitet hat. Wir sehen das auch in den Zahlen, was die wöchentlichen Zahlungen betrifft. Die Amerikaner bekommen ja gerne auch mal wöchentlich ihre Schecks. Und hier sehen wir, dass wir eigentlich auch in der Finanzkrise nicht annähernd so etwas hatten. Praktisch die Verdienstausfälle, die wir hier sehen, hatten wir nicht annähernd so wie damals in der Finanzkrise. Da gab es mal einen kleinen Schnapper nach unten, aber jetzt sind wir 11% nach unten. In der Finanzkrise war es um und bei 1%. Jetzt ist natürlich so, dass der Staat, der amerikanische Staat und die Bundesstaaten diese Zahlungen ein Stück weit ersetzen, sodass um und bei 60% der zuvor Arbeitenden, die oft Geringverdiener waren, jetzt mehr verdienen als zuvor. Das erklärt vielleicht auch die Stimmung an den Aktienmärkten ein bisschen, dass da die Retail-Investoren, die Privatinvestoren sich sehr stark engagiert haben. Gleichzeitig sehen wir aber, dass der Benzinverbrauch in den USA sich zwar erholt hatte, jetzt aber wieder leicht rückläufig ist und das eigentlich, wo jetzt die sogenannte Driving Season beginnt mit dem Memorial Day, der ja am Montag war. Also so richtig läuft das noch nicht, sehen wir auch in New Yorker U-Bahnen. Da ist praktisch noch der Verkehr, die Passagierzahlen sind um fast 100% gefallen. Hier sehen wir also keinerlei Erholung. Verdrängt wird derzeit eben auch diese ganze Handelskrieg 2.0 Thematik. Wir haben ja heute das Ereignis, das erwartete Ereignis, dass der chinesische Nationalkongress dieses neue Hongkong-Gesetz beschlossen hat. Jetzt auch die Meldung, dass China sich rückversichert hat bei Brasilien, dass man auf die Sojabohnen Importe, dass man die hochfahren könne. Man rechnet also praktisch schon damit, dass jetzt hier die Sojabohnen aus den USA nicht mehr kommen oder will diese nicht mehr bestellen, womit dann der Phase 1 Deal praktisch obsolet wäre. Und die USA haben beschlossen, Studenten, chinesische Studenten außer Landes zu bringen, die in irgendeiner Form mit dem chinesischen Militär zu tun haben. Also wir sehen, hier beruhigt sich die Lage nicht so wirklich. Vielleicht abschließend mal etwas, was auch ziemlich tragisch ist. Wir sehen, dass 38% der Kinder, der amerikanischen Kinder aus den unteren Einkommensschichten praktisch derzeit überhaupt keine Ausbildung haben. Die tun nichts. Die gehen sowieso nicht in die Schule wegen Lockdown, aber die machen auch zu Hause nichts, während 83% derjenigen Familien, die über 100.000 Dollar im Monat verdienen, im Jahr verdienen, im Monat wäre ja nicht so schlecht, da sehen wir, dass 83% jeden Tag sehr viel arbeiten. Also wir sehen, dass die Kluft zwischen Arm und Reich sehr weit auseinander geht. Und genau das ist auch die These von Leonhard Fischer. Ich hatte heute ein hochinteressantes Interview mit Leonhard Fischer gemacht, ehemaliger Vorstand bei der Dresdner Bank, bei der Allianz, jetzt im Anlage, praktisch als der Anlageberater schlechthin für den sogenannten Zukunftsfonds. Und genau das ist die These von Leonhard Fischer. Er sagt, es gibt gar keine Märkte mehr. Märkte definieren sich durch Angebot und Nachfrage. Und es ist sozusagen eine totale Vermögensumverteilung, die stattfindet hin zu denjenigen, die unbegrenzt Kredit bekommen. Das sind bei Staaten zum Beispiel Deutschland, das sind bei Privatpersonen Beamte und Vermögende. Und die großen Opfer sind diejenigen, die eigentlich das Bruttosozialprodukt erwirtschaften, nämlich der Mittelstand, während die Unterschichten in Anführungszeichen zunehmend von Transferleistungen profitieren und damit nicht schlechter gestellt werden. Es wird also der Mittelbau unserer Gesellschaft am stärksten getroffen. Die, die viel arbeiten, hohe Steuern zahlen, das sind diejenigen, die eigentlich das BIP erwirtschaften, die werden jetzt geschröpft, die haben das Nachsehen bei Finanzmarktwelt. Und auf YouTube können Sie das sehen. Es ist wirklich hochinteressant, war eines der erleuchtendsten Interviews, die ich bisher gesehen habe. Aber kommen wir zu den Charts und ich stelle mich dann wieder elegant wie Anja Kohl auf die andere Seite, meine Damen und Herren. Und wir gucken mal jetzt den Nasdaq, der sich hier erholt hat, weil eben offenkundig Donald hier nicht so scharf schießt, wie das zunächst der Fall schien. Jedenfalls macht man sich da keine großen Sorgen. Wir sehen den S&P bei 3065. Fehlen also noch so 100 Pünktchen knapp für das Kursziel der Bank of America.
Wir sehen Gold bei 1719 jetzt nicht so wirklich in der großen Handelsspanne. Was macht Crude Oil? Das ist bei knapp $34 und der Euro, der hält sich bei 1,1080, steigt also weiter. Es ist dieses Grundvertrauen in den Wiederaufbaufonds, wie es heißt, über diesen Wiederaufbauplan, dem aber alle zustimmen müssen, alle Regierungen Europas im Europäischen Rat zustimmen müssen, plus das Europäische Parlament, das wird wahrscheinlich nicht so das Problem, aber die Regierungen, da gibt es ein paar, die sagen, finden wir vielleicht nicht so gut, aber der Euro läuft trotzdem gut, wie die Aktienmärkte, es gibt kein Risiko mehr, es gibt keine Märkte mehr, dementsprechend ist das ein Casino, wo alle gewinnen und das ist doch eine feine Sache, finden Sie nicht? Jetzt wünsche ich Ihnen wunderbaren Feierabend und verweise auf das Interview mit Leonhard Fischer entweder bei YouTube oder bei Finanzmarktwelt und sage Servus und ciao.